Ein herzliches Willkommen zu Let's Play Super Smash Bros. Für Wii U, brandneu erschienen, für die Wii U, oh Wunder, oh Wunder. Und wir wollen mal keine Zeit verlieren und uns gleich mal hier, den Hauptbildschirm ansehen, der auch ziemlich aufgeräumt wirkt. Wir können hier einmal den altbewährten Smash-Modus machen, Kämpfe gegen Computer, Gegner oder aber gegen andere Spieler im lokalen Modus. Online natürlich auch verfügbar. Die Smash Tour, ganz, ganz neu. Sowas ähnliches wie Mario Party. Ein spannendes Brettspiel für 1 bis 4 Spieler. Und ja, man muss quasi Mitspieler sammeln und sich damit aufs Finale vorbereiten. Werden wir in jedem Fall in einem der nächsten Parts durchspielen, denn ich habe Folgendes vor. Ich möchte mit euch so ziemlich alle spielbaren Modi einmal durchgehen. Möchte also, die volle Bandbreite von Super Smash Bros. Mit euch gemeinsam durchspielen. So mein Ziel. Hier einmal zur Auswahl Smash Online, Smash Tour, weitere Modi, die wir uns mal genauer angucken werden. Meilensteine, erreiche Meilensteine und gewinne Preise. Da ich noch nichts gemacht habe, hier, wie ihr auch gleich sehen könnt, von daher haben wir auch noch keine Meilensteine irgendwie freigeschaltet. Ist ja auch kein Wunder, werden wir erst im Laufe des Abenteuers des Let's Plays hier erleben. Wir können uns auch verbinden mit Super Smash Bros. Für den Nintendo 3DS. Habe ich jetzt auch nicht gekauft für den 3DS, insofern kann ich es so auch nicht machen. Aber ist in jedem Fall möglich, dass man auch, ich glaube, selbst kreierte Charaktere austauschen kann. So wie ich das mitbekommen habe. Und wir haben auch eine elektronische Bedienungsanleitung. Auch sehr cool. Was ich zuerst mal zeigen möchte, ist den legendären Smash-Modus, den es ja seit jeher gibt, seit dem N64-Ableger. Kämpfe mit bis zu 4 Spielern. Dann gibt es den brandneuen 8-Kämpfer-Smash. Kämpfe mit bis zu 8 Mitspielern. Ist natürlich sehr, sehr cool, aber was vielleicht nicht ganz so positiv ist, dass es halt so ein bisschen unaufgeräumt wirkt, wenn da echt 8 Hampelmänner über einen Bildschirm rennen und ja. Und durchrennen und sich gegenseitig eins auf die Mütze kloppen. Was wir mal zuerst machen können, ist einen Probekampf machen, damit ihr auch sehen könnt, wie hier Super Smash Bros. Abgeht. Und für diejenigen, für die das Spiel vielleicht ganz neu ist, die vielleicht noch gar keine Erfahrung haben mit der Serie, für die ist es mal ganz cool zu sehen, worum geht's eigentlich. Wir haben hier auf jeden Fall 40 ganze Charaktere zur Auswahl. Die da wären Mario natürlich schon immer dabei. Luigi, Peach natürlich auch. Bowser, Yoshi, Rosalina und Luma aus der Super Mario Galaxy Reihe. Bowser Jr., Donkey Kong, Diddy Kong, Little Mac ist glaube ich auch ein ganz neuer. Jetzt müsste ich lügen, woher der kommt, aus irgendeinem Wii Sports Spiel oder irgendwie so. Möglicherweise, weiß ich nicht genau. Wisst ihr vielleicht besser? Link natürlich, jetzt kommen wir zu den ganzen Zelda Charakteren. Link, Zelda, Sheik. Was auch neu ist, ist, dass Zelda und Sheik getrennt sind. War an den vorigen Ablegern nicht so, da waren die ja immer vereint, man kann sich immer jeweils in Zelda oder Sheik verwandeln, ist hier neu. Ganondorf natürlich nicht zu vergessen, Toon Link, bekannt aus der Skyward Sword, wollte ich gerade schon sagen, The Wind Waker, genau, von der Wind Waker, vom Wind Waker Ableger so. Samus, Zero Sweet Samus, Pitz, Palutena, jetzt müsste ich lügen, wer ist Palutena? Ich weiß es nicht genau. Marv, Ike, Darren oder irgendwie so, Darren, auch neu, ebenso wie Palutena, müssten aus irgendeiner Reihe stammen, vielleicht Fire Emblem? Jetzt steinigt mich, wenn es nicht so ist, ich weiß nicht genau. Kirby, König DDD, Meta Knight, Fox, Pikachu, Glurak, Lucario, Pummeluff, Kaiutsu, glaube ich auch ein ganz neues Pokémon, Ness, also aus der Reihe Pokémon XY, glaube ich. Sonic, Mega Man, Pac-Man, Schalk oder Schulk. Wii Fit Trainerin, auch sehr cool. Olimar, Bewohner und Captain Falcon. Insgesamt hier habe ich mal durchgerechnet 40 Charaktere, die wir bis jetzt zur Auswahl haben. Und da kommen noch einige dazu, die wir freischalten können, indem wir hier viel kämpfen. Was ich auch vorhabe. Ich habe vor, so ein paar Kämpfe aufzunehmen oder auch nicht aufzunehmen, einfach nur zu kämpfen. Und dann mit euch gemeinsam Charaktere freizuschalten. Das können wir mal machen. Doch zuallererst einmal so eine erste kleine Runde. Und zwar nehme ich mal einfach Fox, würde ich mal so sagen. Und dann
gegen einen Computer zu fallen. Nee, oder? Oder doch? Warum nicht? Gegen einen zufälligen Computergegner Level 3. Es geht bis Level 9 hoch. Level 9 ist ganz hart. Level 1 ist dann ganz schwach. Wir nehmen mal Level 3 zu Anfang, da das für mich eine ganz neue Steuerung ist. Apropos Steuerung, liebe Freunde. Ich spiele hier gerade mit dem Wii U Gamepad. Da gibt es aber eine ganze Menge Auswahl. Man kann mit dem Wii U Pro Controller spielen. Man kann mit der Wii Fernbedienung spielen. Nur alleine oder mit Nunchuck angeschlossen. Man kann auch mit dem altbekannten GameCube Controller spielen, mit dem ich das Spiel am liebsten spiele. Denn, ja, damals Super Smash Bros. Brawl habe ich auch nur mit dem GameCube Controller gespielt. Und war da auch ganz gut drin. Also, wenn ich das so sagen darf. Insofern, ja, ich laber hier nur rum. Ich will auch anfangen. Ja, auf jeden Fall hätte ich gerne gemacht, aber dazu muss ich erstmal die ganze Leiste da irgendwie haben, um das Ganze so zu synchronisieren, dass ich auch mit dem GameCube-Controller hier spielen kann überhaupt. Wir haben jetzt zur Auswahl Schlachtfeld, großes Schlachtfeld, letzte Station, kennt man ja auch schon so ungefähr vom Brawl-Ableger, Pilzkönigreich U, Mario Galaxy, Wolkenhort, Dschungelfieber, Luigi's Mansion und so weiter und so fort. Ich kann mal hier ganz kurz durchscrollen. Brücke von Elden, auch bekannt von der Brawl-Serie. Also einige kennt man hier schon, einige. Oh, auch hier, Wollwelt. Könnte eventuell, genau, eine Anspielung auf Yoshi's Woolly World sein, was wir ja auch gemeinsam spielen werden. Anfang nächsten Jahres erscheint das Spiel ja. Carlos Pokémon Liga. Lighted Patrouille kennt man ja auch. Robby Tails Tor und so weiter und so fort und so. Und so Hort, Hort, Hort. Auch hier, belagerte Burg. Also einiges ist echt hier wirklich altbekannt, anderes ist neu. Und ich würde mal sagen, wir wollen hier mal per Zufall wählen. Ich glaube auch viel zu viel rum, aber gehört sich hier auch so. Piazza Delfino, hier zu einem neuen Spiel. Also in diesem ersten Part werde ich hier nur mal einen Kampf machen und euch mal die ganzen Modi vorstellen. Ehe wir dann ab dem nächsten Mal anfangen, den ersten Modus so wirklich zu spielen. Wow! Ich muss schon wieder aufpassen hier, dass ich hier wirklich mal mit der Steuerung zurechtkomme. Also ich will ja nicht angeben, aber ich war echt nicht schlecht mit dem, mit der alten Version, in der GameCube-Version bzw. Wii-Version. Was macht er denn da? Aber hier läuft es bisher ja gar nicht so pralle. Wir haben hier mit Zeit eingestellt, das heißt, 2 Minuten, wer bis dahin am meisten gebrawlt wurde, wollte ich gerade schon sagen, wer am meisten das Spielfeld verlassen hat, den Bildschirm besser gesagt verlassen hat, der hat verloren. Das heißt, derjenige, der am meisten Smashes macht, ist der Sieger. Und das werde ich hier schon mal nicht sein, wie es aussieht. Da ich hier auch, ehrlich gesagt, ein bisschen Holterdiepolterdi spiele. So, jetzt vielleicht mal. Nicht wirklich. Wir haben auch Items, die wir einsammeln können. Können hilfreich sein, können auch nicht hilfreich sein. Und ich sollte auch mal einstellen, ob wir hier die Smash-Attacken auswählen können, beziehungsweise erstmal haben wir hier gerade einen Smash gelandet. König DDD hat hier den Bildschirm verlassen, gut für uns, schlecht für ihn. Noch 43 Sekunden. Man kann übrigens auch mit Versuchen spielen, das heißt, oh, da oben haben wir erstmal, solch ein Gerät, wollte ich gerade schon sagen, nein! Solch ein Super Smash Ball, mit dem man eine Super Smash Attacke machen kann. Aber nicht so. Jetzt könnte DDD das machen, seine Superattacke macht er auch. Und damit sind wir erstmal weggebrawlt. Wobei Brawl ja nicht der richtige Ausdruck wäre. Weggesmashed natürlich. Natürlich sehr doof. Ich hätte das einfach anwenden müssen, bevor er uns angegriffen hat. Angriff. Noch 5 Sekunden. Das heißt, es wird auf ein Stechen hinauslaufen. Denn jeder wurde einmal weggesmashed. Sudden Death. Wir beide haben maximalen Schaden und wir haben es irgendwie noch geschafft. Sieger Fox. Ich muss ja auch sagen, ich kämpfe gerne mit Fox und auch einen Charakter, den wir erst später freischalten werden. Das ist mein eigentlicher Lieblingscharakter. Wer das sein wird, ich sag's natürlich nicht, ich will ja nicht spoilern. So. Okay, so also das Kampfsystem habe ich, glaube ich, nicht ganz gut erklärt, da ich hier auch wirklich nur mit dem Kämpfen beschäftigt war. Und dabei nicht gut erklären kann, so meine Meinung zumindest. Okay, liebe Freunde, wir gucken einmal. Online, wie gesagt, kann man spielen, können wir auch vielleicht nochmal machen in Zukunft. Aber gerade bin ich eh offline.
So, Smash Tour. Sammle in diesem spannenden Brettspiel für 1 bis 4 Spieler Kämpfer und bereite dich fürs Finale vor. Haben wir gerade schon mal ganz kurz gesehen. Diesen Extra-Modus machen wir auch in einem der nächsten Folgen. Schauen wir jetzt mal nach. Weitere Modi, was haben wir hier? Eine Fundgrube, die Truhe. Alles drin, von Statistiken, Trophäen und Musik bis hin zu Tipps. So, Trophäen haben wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Wir können mal ganz kurz schauen, ob wir hier irgendwelche Trophäen haben. Neu, Rex Blizzard, wohl ein Pokémon. Als Pokémon vom Typ Pflanze Eis führt es ein ruhiges, beschauliches Leben in schneebedeckten Bergen. Alles klar. Also für die es ganz neu ist, also das ist so eine ganze Mischung hier aus allen möglichen Nintendo-Spielen. Sei es Fire Emblem, Zelda, Pokémon und wie die ganzen Serien nicht alle heißen. Hier treffen sich quasi alle möglichen Kämpfer zu einem großen Kämpfen, Massenkämpfen kann man auch sagen. So, Videos. Genieße selbst aufgezeichnete Videos von deinen Kämpfen. Das heißt, wir können Kämpfe, die nicht länger als 3 Minuten gehen, so glaube ich, aufnehmen. So war es zumindest immer damals bei Brawl. Und die sich dann immer angucken. Auch ganz cool. Auch Bilder kann man machen. Wenn man auf Pause drückt, kann man dann auch mal solche Kampfszenen fotografieren. Filme. Sieh dir Super Smash Bros. Videos an. Also schon Videos, die es hier gibt, kann man sich hier ansehen. Videoeröffnung, die ihr ja auch gesehen habt. So wird gespielt. Kleine Hinweise. Super Smash Bros. Für Nintendo 3DS Wii U. Das ist auch so eine Art Trailer, die es damals schon mal gab. Kann man sich alles angucken hier. Sehr cool. Wenn ihr wollt, zeige ich dir auch nochmal die ganzen Filme. Je nachdem. Audiothek. Hier kann man sich sämtliche Melodien von Super Smash Bros. Angucken. Und das ist echt so verdammt viel, wie wir hier sehen. Das sind alles Lieder, die sehr lang gehen. Also so normale Tracks, 2 bis 3 Minuten lang. Und das ist so eine Menge. Und man kann sich sogar noch mehr freischalten. Das heißt, nach oben hin sind auch weiterhin keine Grenzen gesetzt. Also das ist echt schon extrem. So viel gab es noch nie. Meine Meinung zumindest. Statistiken. Auch sehr cool. Kämpferstatistiken. Können wir uns mal angucken, was da so alles verzeichnet ist. Wir haben ja mal Fox, der ein K.O. gelandet hat. Kann man sich mal ganz kurz hier ansehen. Das ist quasi die Reihenfolge von unseren bisher 40 Charakteren, die wir so haben. Können wir uns auch genauer angucken. Einmal hier zum Beispiel Mario, Spielzeit 0 Minuten, 0 Sekunden und so weiter und so fort. Wo ist denn hier der gute, na, wo haben wir ihn denn? Fox haben wir hier, genau, Spielzeit 2 Minuten, Spielzeit im Prozent 100%, Siege 1, K.O. 1. Also, schon ganz cool anzusehen mal. Spielstatistiken, Startvergänge 1. Da könnt ihr mal sehen, ich habe vorher mal ein paar Minuten angetestet und dann, ja, direkt angefangen hier zu zocken und das hier aufzunehmen. Startvorgänge 1, Betriebszeit 55 Minuten, Spielzeit, also in Kämpfen 7 Minuten und so weiter und so fort. Kann man sich ja alles angucken. Also auch ganz cool. Chronologie, sieh dir an, was du bisher im Spiel erreicht hast. Ja, heute zum ersten Mal das Spiel gestartet. Auch sehr cool. So, Tipps können wir uns hier auch angucken. Wissenswerte, Schmökerei nach Herzenslust. Meisterstücke. Da können wir quasi so kleine, aber feine Demos spielen. 2 bis 3 Minuten jeweils. Spiele aus den Jahren 86 bis 88 aus dem Hause Nintendo. Also auch, wie ich finde, wirklich gelungen. Man kann sich sogar noch mehr hier freischalten, wenn man bestimmte Fertigkeiten, bestimmte Sachen im Spiel erreicht. Können wir auch vielleicht machen. Wie gesagt, wenn ihr mögt, schreibt alles in die Kommentare, was wir hier machen sollen. Werde ich alles in Angriff nehmen, auf jeden Fall. So, die Solo-Modi, klassisch. Sollte fast jeder kennen, der Brawl, der Super Smash kennt, nicht Brawl. Brawl ist ja der zweite Teil, beziehungsweise dritte Teil. Der erste Teil war ja für N64. Der zweite, Melee, war für GameCube, der dritte, Brawl für Wii und jetzt der vierte Teil für Wii U. Klassisch, den klassischen Modus gibt es eigentlich seit dem ersten Teil. Man muss mit einem Charakter gegen andere Charaktere kämpfen und letztendlich dann gegen eine schreckliche Meisterhand ankämpfen. Und wenn man das dann schafft, kriegt man normalerweise eine Trophäe als Belohnung. Spezialaufträge. Stelle dich den Herausforderungen von Meisterhand und Crazy Hand. Belohnungen warten auf dich.
sind gewisse Aufträge, können dies, kann das sein. Wir werden mal sehen, was das alles so im Näheren bedeutet. Mission, kämpfe nach vorgegebenen Regeln und ohne Items um Belohnungen. All-Star, besiege einige der größten Kämpfer aller Zeiten. Stadion, versuche deine eigenen Rekorde in diesen spannenden Minispielen zu schlagen. Und auch Training, das heißt, wenn man nicht ganz vertraut ist mit Super Smash, kann man sich hier auch anfreunden. So, auch sehr cool. Gruppenmodus. Es ähnelt so ein bisschen dem Solo-Modus, nur dass man es mit mehreren Leuten machen kann. Klassisch Mission, All-Star und Stadion. Stadionabenteuer, auch sehr cool. Was wir auch tun können, Charakterstudio, erstelle deinen eigenen Meme-Kämpfer oder personalisiere deine Lieblingscharaktere. Das ist natürlich auch ganz, ganz cool und eine Neuerung vor allen Dingen. Können wir auch mal in Angriff nehmen. Stage-Studio, erstelle mit Hilfe der Wii U Gamepad neue Stages. Kennt man so auch schon vom zweiten oder besser gesagt dritten Teil von Brawl, dass man eigene Studios kreieren kann. Man kann die hier sogar, glaube ich, online stellen, soweit ich weiß. Also auch wirklich sehr, sehr cool. Auch Amiibos kann man zu seinen eigenen Kämpfern machen. Selbst kreieren, glaube ich, auch natürlich. Sehr schön. Berühre mit deinem Amiibo auf dein Gamepad und erwecke es somit zum Leben. Ja, sehr schön. Könnten wir machen, machen wir jetzt aber noch nicht. Option, hier kannst du die Steuerung anpassen und so weiter und so fort. Und ich würde mal sagen, beim nächsten Mal, ab dem nächsten Part, werden wir mal, was eigentlich in Angriff nehmen, weiß ich gar nicht genau. Ich denke mal, zuallererst einmal vielleicht ein paar Solo-Abenteuer, vielleicht im Stadion, All-Star-Mission, aber wie gesagt, ihr könnt gerne mal schreiben in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt, was ihr unbedingt sehen wollt, was wir zuerst machen sollen, zuletzt machen wollen. Ich werde versuchen, das möglichst zu berücksichtigen. Ja, dann würde ich mal sagen, geht's beim nächsten Mal weiter und noch so wirklich los. Hier war Super Smash Bros. Für Wii U und ja, bis dahin, macht's gut.